Herzlich willkommen zu unserem neuen Video im Waldschutz, Modul F37. Da sind wir heute bei dem Thema Wilddichten, Bedeutung der Wilddichte. Und das schließt sich natürlich nahtlos an unser letztes Video Wald und Wild an. Im letzten Video haben wir uns ja mehr generell über das Thema Wald und Wild unterhalten. Und wir wollen jetzt ein bisschen konkret dran arbeiten, was kann man draußen konkret tun. Was kann ein Forstbetrieb draußen konkret machen, um Probleme zu lösen, um mittels Wildtiermanagementmethoden auch waldbauliche Probleme lösen zu können. Und dazu ganz herzlich willkommen, liebe Studierende und auch liebe Zuschauer von außerhalb. Bevor ich anfange, vielleicht nochmal ein paar Literaturempfehlungen. Da haben wir einmal unser Wildtiermanagement-Skript, beziehungsweise kleines Lehrbuch, da gibt es ein eigenes Kapitel Wald und Wild, wo auch einiges von dem zusammengefasst drin steht, was wir uns heute hier anschauen. Das müssen Sie nicht kaufen, das gibt es in unserer Unibibliothek hier in der SLUB, auch in Tharandt, in den reichen vielen Exemplaren. Ein zweites Buch, was ich Ihnen gerne ans Herz legen würde, das können Sie gar nicht mehr kaufen, weil das schon vergriffen ist, was aber auch in der Bibliothek vorhanden ist. Das ist dieses kleine Werk, letztendlich ein Projektbericht vom Wald ins Offenland. Da geht es eigentlich mehr um die Seite der Wildtiere, also letztendlich um Verhaltensfragen, um Raumzeitverhalten, vor allen Dingen vom Rotwild, am Beispiel eines großen Forschungsprojektes, Truppenübungsplatz Grafenwöhr war das Beispiel damals. Da kann man sehr viel nachlesen, auch über die eigentliche Studie hinaus an Literatur. Also wer Interesse daran hat, kann da auch gerne reingucken und einiges stammt auch aus diesem Projekt, was ich Ihnen heute vorstelle. Ansonsten würde ich Ihnen gerne nochmal zwei kleine Tagungsbände ans Herz legen. Fangen wir hiermit mal an. Die sind von der Deutschen Wildtierstiftung. Sie wissen, normalerweise empfehle ich jetzt keine Publikationen von Interessengruppen, Policymakers, Verbänden, Stiftungen und so weiter. In dem Falle würde ich ja mal eine Ausnahme machen, weil das sind wirklich zwei Tagungsbände, wo im Grunde jetzt nicht irgendein Verband für sich Werbung macht, sondern wo wirklich Tagungen reflektiert werden, wo die Beiträge ausformuliert werden von verschiedenen, ja durchaus relevanten Akteuren, die dort Vorträge gehalten haben. Und das eine ist einmal dieser kleine Tagungsband der Rothirsch in der Überzahl. Da geht es vor allen Dingen um die Frage der Reduktion von Rotwild. Und wer spezielles Interesse hat an dem Thema Naturschutzgebiete und Wildtiermanagement in Naturschutzgebieten, in großen Schutzgebieten, da gibt es noch einen Tagungsband der Hirsch als Naturschützer. Beides, wie gesagt, größere Tagungen der vergangenen Jahre. Die kann man im Grunde bei der Deutschen Wildtierstiftung bestellen. Sie müssen sie aber auch nicht kaufen, wenn Sie ein bisschen was dafür tun. Ich habe gestern mit Dr. Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung gesprochen. Und wenn Sie ihm eine kleine E-Mail schreiben oder wer von Ihnen das Old Fashioned mag, kann auch gerne eine Postkarte oder einen Brief schreiben, dass er gerne einen von diesen Bänden oder beide hätte, der bekommt sie auch kostenlos zugeschickt. Sie müssen allerdings dann darauf hinweisen, dass Sie hier in unserer Lehrveranstaltung, entweder von mir oder von Professor Müller, teilnehmen. Und das ist mit meinem Kind so besprochen, da bekommen Sie auch so einen Tagungsband. So viel erstmal zur Literatur. Wie gesagt, diese Tagungsbände sind auch weit über das heute besprochene Thema hinaus. Das ist etwas für diejenigen von Ihnen, die sich auch ein bisschen eingehender mit den Fragen beschäftigen wollen und auch über das reine Prüfungswissen hinaus sich ein bisschen damit beschäftigen wollen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir haben uns beim letzten Mal ja schon darüber unterhalten, dass Huftiere in Waldökosystemen natürliche Komponenten darstellen, dass Huftiere in Waldökosystemen auch gehören und gleichzeitig, dass Huftiere auch Objekte unterschiedlicher menschlicher Nutzungsinteressen sind, ob das die Waldbesucher sind, die sie angucken, ob das die Jäger sind, ob das die Förster sind, Naturschützer, Landwirte und so weiter. Das heißt also, wir haben im Grunde diese beiden Seiten und vor dem Hintergrund dieser beiden Seiten, natürlicher Bestandteil auf der einen Seite und menschliche Nutzung, menschliche Interessen auf der anderen Seite, wollen wir heute mal die Frage beleuchten, wie viel ist eigentlich viel, welche Rolle spielen eigentlich Abundanzen oder eben auch Wilddichten, wie man sagt,
für das Thema Wald und Wild und für das Management von Waldökosystemen oder aber auch für andere Interessen, denn wir müssen ja immer sehen, Grundeigentum ist ja sozialpflichtig und damit spielt eben nicht nur das Nutzungsinteresse, das forstliche Nutzungsinteresse im Wald eine Rolle, sondern eben auch verschiedene andere Interessen der Gesellschaft. Und da würde ich mal versuchen, so ein bisschen die klassischen Nachhaltigkeitskriterien aufzurufen und sagen, wir haben im Grunde diese drei Aspekte, unter denen wir das Thema Wilddichten uns mal anschauen wollen oder diskutieren wollen. Das eine ist das Thema Ökologie. Das heißt also, wir können uns hier die Frage stellen, wie viel Schalenwild, Lufttiere verträgt der Lebensraum? Das ist ja im Grunde die klassische forstliche Frage. Wir können uns aber auch fragen, wie viel Schalenwild benötigt der Lebensraum? Das ist im Grunde eher die Seite von der Naturschutzrichtung hier, wo wir sagen, die Huftiere haben ja ihre Bedeutung und diese Bedeutung, um diese Bedeutung ausfüllen zu können, brauche ich ja auch welche davon. Ich kann natürlich auch Waldökosysteme managen ohne Huftiere, aber das ist keine Kunst und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, das ist auch nicht im Sinne der Gesellschaft. Also wir müssen hier im Grunde genau diesen Weg zwischen diesen beiden Anforderungen finden. Der zweite Punkt ist die Ökonomie. Das heißt, also, wir sind hier an der Frage, welche Kosten fallen für den Grundeigentümer durch die Huftiere an, letztendlich im Rahmen seiner Nutzungen. Welche Kosten ist er bereit zu tragen? Das ist natürlich dann immer individuell sehr verschieden, die einen mehr, die anderen weniger. Und eine spannende Frage ist natürlich dann auch, Stichwort Sozialpflichtigkeit des Eigentums, welche Kosten sind dem Grundeigentümer denn zumutbar? Denn, wie gesagt, immer wenn ich Eigentum habe, ob das nun ein Haus, eine Wohnung oder eben ein Wald ist, dann wird mir als Grundeigentümer ja auch zugemutet, bestimmte Dinge für die Allgemeinheit bereitzustellen oder meine Individualinteressen, auch meine Nutzungsinteressen, meine Einkommensinteressen zurückzustellen, zum gewissen Grad im Sinne einer Sozialpflichtigkeit. Auch das ist eine wichtige Frage, die in der letzten Zeit bei den Wildtieren zunehmend diskutiert wird. Und schließlich, wenn wir mal die, das nennen wir es mal soziokulturelle Anforderungen, das ist eben die Frage, hat ein bisschen auch mit dem eben genannten Punkt zu tun. Wie viele Wildtiere braucht es eigentlich draußen im Wald, damit Tiere diese Wildtiere erleben können? Oder ist das überhaupt eine Frage der Zahl oder eine Frage des Umgangs mit diesen Wildtieren? Fangen wir mal am Ende an. Wie viele brauchen wir denn? Was sind denn eigentlich so Größen, die wir mindestens gerne haben wollen? Da gibt es eben die Frage der Biodiversität. Das heißt also, wir wissen mittlerweile sehr gut und sehr viel darüber, dass große Huftiere Biodiversität fördern, indem sie beispielsweise verschiedenste krautige Pflanzen, aber auch andere Arten verbreiten und auch diese Arten oft die Huftiere zur Verbreitung brauchen. Da gibt es ganz, ganz viele Publikationen zu, das heißt gerade über die Losung, über das Fell oder die Decke, die Schwarte, werden beispielsweise Diasporen verbreitet und so weiter. Eine zweite wichtige Frage im Thema Biodiversität ist natürlich unsere neu zuwandernde Großprädatorenart Wolf. Wir alle wissen, dass der Wolf immer dann, wenn genügend Huftiere in der Region vorhanden sind, vergleichsweise wenige Haustiere als Beute nutzt. Wenn wenig Huftiere da sind, nutzt er in sehr hohem Umfang Haustiere. Das heißt also, die Huftierdichte ist im engen Zusammenhang auch mit der Frage, wie oft kommt es zu Übergriffen auf Haustiere und letztendlich auch, wie ist die Akzeptanz des Wolfes. Eine gute Basis an Huftieren heißt, der Wolf ist wahrscheinlich besser akzeptiert. Ein dritter Punkt, der so ein bisschen mehr aus der Naturschutzseite kommt, wenn ich Offenlandschaften erhalten will, braucht es dazu auch Huftiere? Auch das ist eine Frage, wie geht das überhaupt? Was brauche ich dazu an Mindestumfang in der Region? Und das Ganze gipfelt dann so ein bisschen auch gerade in den großen Schutzgebieten in der Frage, wie viele Huftiere würden sich denn in der Fläche in natürlichen Waldökosystemen einstellen? Das ist natürlich die schwierigste Frage, weil wir dann nur ganz wenig Naturwälder in Europa überhaupt haben und auch den Blick in die Vergangenheit eigentlich nicht leisten können. Ich habe das mal so ein bisschen in Anführungsstriche geschrieben. Wir haben ja in der Vegetationskunde sehr oft über die potenzielle natürliche Vegetation diskutiert. Wir wissen heute auch, dass der Ansatz vielleicht nicht unbedingt zielführend ist, gerade vor dem Hintergrund von evolutiven Veränderungen
und von dem Hintergrund vor allen Dingen von Klimawandel. Aber analog dazu würde ich mal die Frage der potenziellen natürlichen Fauna in den Raum stellen. Also wie viele Huftiere würden sich denn in Natursituationen einstellen? Und da gibt es im Grunde zwei Hypothesen. Die eine sagt, in naturnahen Ökosystemen, auch Waldökosystemen, gibt es deutlich höhere Hufdichten, als wir sie heute im Wirtschaftswald haben oder haben wollen. Beispiel Yellowstone Park, da haben wir jetzt also mit bis zu 9 und mehr Stück Wapitis pro 100 Hektar zu tun, in einem in sich belassenen Ökosystem mit Großpredatoren, ohne Nutzung und so weiter. Wenn man ein bisschen in die Geschichte geht, dann findet man oft auch die Beschreibung der amerikanischen Besiedlung des Westens. Auch dort, wenn man diese Beschreibung mal versucht auszuwerten, finden sich Hinweise auf eine recht hohe Huftierdichte unter natürlichen Bedingungen. Und dann gibt es im Grunde die andere Hypothese, die sagt, es sind eigentlich eher geringe Dichten. Die nährt sich vor allen Dingen aus den großen Urwäldern, vor allen Dingen der Karpaten. Dort gibt es zum Beispiel eine uralte Arbeit von Heppner aus den späten 1940er Jahren. Heppner, im Grunde der große Säugetierforscher, der im Grunde auch das Buch Die Säugetiere der Sowjetunion, ein mehrbändiges Werk, geschrieben hat, der spricht eben dort von sehr geringen Dichten, sagen wir mal 0,2 bis 0,4 Stück Rotwild pro 100 Hektar, hat aber diese Daten natürlich bezogen aus der Ukraine Mitte der 40er Jahre. Wir wissen alle, was in der Ukraine Mitte der 40er Jahre los war, und von daher müssen wir davon ausgehen, dass auch diese Dichten vermutlich sehr stark anthropogen überformt waren. Mit anderen Worten, diese Tiere sind einfach dort vermutlich zu Nahrungszwecken einer hungernden Bevölkerung genutzt worden. Es gibt eine zweite Arbeit aus jüngerer Zeit, Professor Schulze und Co-Autoren 2014, auch die kommen zu der Überzeugung, gerade im Bereich der naturnahen, buchendominierten Wälder in den Karpaten herrscht eine sehr geringe Huftierdichte. Problem bei dieser Arbeit ist allerdings, dass dort mit zwei unterschiedlichen Methoden gemessen wurde, während den Karpaten vor allen Dingen auch Angaben von Jägern bzw. Professionellen Leuten draußen genannt und verwertet wurden in Mitteleuropa die Vergleichsflächen eher, sagen wir mal, sehr intensiv und auch sehr mit Verfahren untersucht, die relativ korrekte Daten liefern. Und da ist ein gewisser Bias sicherlich drin in diesen beiden Datenquellen, sodass man diese Daten auch nicht unbedingt vergleichen kann. Also diese Frage ist nach wie vor offen, aber es gibt durchaus gute Hinweise darauf, dass diese Hufdichten nicht unbedingt so ganz niedrig sind. Es gibt wahrscheinlich aber auch die Situation, dass wir dort in jeder Region durchaus eigene Verhältnisse haben und vielleicht auch nicht alles über einen Kamm scheren können. Die Diskussion werden wir sicherlich noch weiter führen müssen. Eine wichtige Frage ist natürlich, wenn wir vor allen Dingen fragen, wie viel ist denn zu viel, die Frage der Entmischung bei Laubgehölzen. Also was wird vor allen Dingen durch Verbisseinwirkungen, ob nun das Rehwild oder das Rotwild eine Rolle spielt, das Rehwild vor allen Dingen, was wird bei Verbisseinwirkungen an Entmischungen passieren? Da geht es natürlich vor allen Dingen auch um Mischarten, die insgesamt in der Population oder die in den Populationsumfängen der Bäume jetzt sehr niedrig sind, seltene Baumarten. Und da kann natürlich so eine Fraßeinwirkung durchaus zu Entmischungsphänomenen führen. Auch da stehen wir aber mit unserem Wissen immer noch am Anfang, weil genau wie beim letzten Mal eigentlich besprochen, das Problem ist immer, was muss heute auf einer Fläche stehen, damit in 150 Jahren oder in 200 Jahren ein bestimmtes Waldbild dort und auch letztendlich ein bestimmter Bestand, den ich ernten kann, dort entsteht. Und das ist eben sehr, sehr schwierig vorauszusagen. Gerade die Langfristigkeit der Entwicklung des Waldes und die verschiedensten Einflussfaktoren, denken wir an das Licht. Wenn immer plötzlich Licht im Wald auftaucht, wenn im Grunde ein großkroniger Baum gefällt wird, entsteht eine Lücke und dann entsteht dort ja eine wahnsinnige Dynamik, die eigentlich ja, das Thema Wildeinfluss möglicherweise sogar noch deutlich überlagert. Und schließlich die Situation in Großschutzgebieten. Auch dort diskutiert man immer noch über die Frage von Huftierdichten. Wobei da es eigentlich klar sein sollte, Prozessschutzbedingungen, also letztendlich Natur, Natur sein lassen, bedingt auch immer keine Eingriffe in die Huftiere. Das ist ein bisschen in Deutschland ein Problem, weil unsere
Großschutzgebiete so groß gar nicht sind und im Grunde für Großschutzgebiete eigentlich viel zu klein sind. Aber von der Sache her ist es dort definitiv so, dort muss man, wenn man das Thema Prozessschutz ernst nimmt, ganz klar sagen, ich verzichte hier auf jegliche regulatorischen Eingriffe. Wenn wir uns nochmal die Frage stellen, wie messe ich das Ganze, das haben wir im letzten Mal auch schon mal kurz adressiert, ist ganz schwierig, denn wir können am ehesten noch mit der Dichte pro Flächeneinheit arbeiten, das ist der klassische Wert, so und so viel Stück Rotwild, so und so viel Stück Rehwild pro 100 Hektar, ist eine Zahl, die immer sehr stark mit Unsicherheiten behaftet ist, die ich aber erheben kann. Eine zweite interessante Zahl ist der Vegetationszustand tatsächlich für Biss oder Schäle. Unter der einschränkenden Voraussetzung, wie schon besprochen, dass wir natürlich ganz wenig über den Endzustand des Bestandes aussagen können, wenn wir es mit naturverjüngten Beständen zu tun haben. Die Frage der Aufwendungen zum Schutz vor Verbiss und Schäle ist vielleicht nicht ganz uninteressant, auch wenn im Moment so ein bisschen die Ideologie herrscht, es muss alles ohne Zaun und ohne Schutzmaßnahmen gehen. Ich sage bewusst Ideologie, weil natürlich keiner zwingt, einen Waldbesitzer ohne Zaun und ohne Schutzmaßnahmen zu arbeiten. Es ist vor allem eine Frage des Geldes. Und wenn wir über Geld reden, dann müssen wir eben auch über andere Quellen reden oder andere Baustellen reden, wo im Grunde Geld im Wald ausgegeben wird und das auch ein bisschen in eine Relation setzen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was alles im Wald wie viel kostet. Also ich würde im Grunde das Thema Aufwendungen zum Schutz, Schutzmaßnahmen auf keinen Fall tabuisieren. Und wie gesagt, der Waldzustand zum Erntezeitpunkt, das ist im Grunde dieses große Fragezeichen, wo wir heute extrem wenig noch zu sagen können. Wenn wir uns über Abundanzen mal unterhalten, dann kann man sich zum Beispiel hier mit solchen Streckenstatistiken mal hier am Beispiel Rotwild in Sachsen beschäftigen. Rotwild insgesamt bundesweit ist eigentlich eher im Aufwärtstrend. Generell die großen Schalenwildarten sind eher im Aufwärtstrend. Hier in Sachsen haben wir eine ganz interessante Sondersituation, mit der wir im Moment so ein bisschen nicht wissen, wie wir umgehen sollen. Wir haben dort einmal eine hohe Jachtstrecke Anfang der 1990er Jahre. Das war eine bewusste Reduktion nach der politischen Wende seiner Zeit. Dann ging der Bestand runter. Dann hat man Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre nochmal sehr stark eingegriffen. Das hat auch durchaus mit Personen zu tun, die verantwortlich für den Waldbau waren. Und danach ist der Bestand wieder deutlich abgefallen und dann hatten wir wieder einen Anstieg. Und wir wissen im Grunde jetzt nicht, wie diese Situation hier weitergeht. Das heißt, man hat hier so ein bisschen das Gefühl, es sieht aus wie eine Kurve, die wir auch in der Börse sehen können. Also im Grunde einen langfristigen Abwärtstrend. Auf der anderen Seite könnte es im Grunde das Bild repräsentieren, dass hier eine sehr starke Überjagung stattfindet, dass also im Grunde der Versuch zu reduzieren immer dazu führt, dass man auf der anderen Seite dahinterher immer schwieriger das Wild erlegen kann und dass dadurch möglicherweise auch durch die Jagdstrecken die tatsächlichen Abundanzen gar nicht mehr repräsentiert sind. Also auch das ist etwas, was, und deshalb zeige ich Ihnen dieses sächsische Beispiel, nicht leicht zu interpretieren ist und wo man einfach sehr präzise und sehr genau dranbleiben muss im Monitoring, um zu gucken, was entwickelt sich da eigentlich. Wenn man mal also an einem unserer Projekte mal anguckt, wo haben wir denn zum Beispiel hier im Erzgebirge hohe Jachtstrecken, da gibt es dann immer wieder lokale Situationen, wo mehr ist, wo weniger ist. Insgesamt am Erzgebirgskamm hat man hier zum Beispiel sehr tendenziell sehr hohe Dichten, die sich dann oft auch in hohen Jachtstrecken widerspiegeln. Interessant ist allerdings, wenn man das mal vergleicht mit den Neuschäle-Schäden oder den Karten, wo Neuschäle drauf repräsentiert wird, dann sehen wir, dass dort, wo hohe Erlegungen sind, auch viel Neuschäle ist. Und wir wissen auch hier nicht, definitiv nicht, ob die Neuschäle eine Folge der hohen Abundanzen, der hohen Dichten ist oder umgekehrt, ob der hohe Jachtdruck, der im Moment zu den hohen Erlegungszahlen führt, auch den Stress bereitet, um die Neuschäle dann wieder in Gang zu setzen. Also das sind alles Fragen, wo Ursache und Wirkung definitiv noch nicht klar sind und wo wir uns in Zukunft weiter mit beschäftigen müssen.
Ein anderes ganz wichtiges Thema für die Praxis ist das Thema Lebensraumbewertung. Wir haben oft die Situation, dass, ich hatte es auch schon an anderen Stellen verschieden erwähnt, wir haben oft die Situation, wir haben im Grunde, wir beobachten Schäden, wir beobachten also Fraßeinwirkungen, die wir als Schäden definieren, sei es Verbiss, sei es Schäle. Und man reagiert dann praktisch reflexhaft darauf, indem man sagt, ja gut, es ist mehr verfressen, also muss ich mehr schießen. Das ist ja im Grunde das, was wir seit Jahrzehnten tun und was seit Jahrzehnten im Grunde nur dazu führt, dass man jedes Jahr aufs Neue über die Probleme sich beklagt, dass aber offenbar damit keine Lösung herbeigeführt wird. Und deshalb muss man sich mal überlegen, mit welchen Methoden, mit welchem Handwerkszeug kann ich denn wirklich rangehen in der Praxis, um erstmal rauszubekommen, ob ein Mehr an Schäden wirklich durch ein zu viel an Wilddichte bedingt wird. Und da gibt es durchaus verschiedene Verfahren. Ein Verfahren ist zum Beispiel die Lebensraumbewertung nach Hoffmann und Co-Autoren aus Brandenburg, ist im Jahr 2008 veröffentlicht. Das können Sie, soweit ich im Kopf habe, auch online runterladen in entsprechenden Publikationsorganen. Da macht man Folgendes, man versucht eine größere räumliche Einheit, zum Beispiel eine Hegegemeinschaft, zum Beispiel einen Forstbezirk, nach Lebensraumtypen einzuordnen und diese Lebensraumtypen hinsichtlich ihrer Nahrungsverfügbarkeit im Winter, also in der Zeit, wo das Rotwild zum Beispiel gar nicht in den höheren Lagen sein sollte. Das Rehwild ist da ein bisschen eine andere Situation. Also wo wir im Winter versuchen, die verfügbare Nahrung zu bewerten. Und da gibt es aus diesen Publikationen schöne Richtwerte, die man dann auch relativ einfach an andere räumliche Situationen anpassen kann. Und man kriegt dann zum Schluss eine Tabelle oder von mir aus auch eine Grafik, wo man dann im Grunde sehen kann, welche Lebensraumtypen, die findet man hier, in welchem Flächenanteil, in Hektar hier und hier in Prozent, vorhanden sind und jeden dieser Lebensraumtypen ist eine bestimmte Äsungskapazität in Kilogramm Trockensubstanz pro Hektar zugeordnet. Und wenn man das nicht hat, dann kann man das auch selber durchaus erarbeiten. Das wäre dann eher so ein bisschen Seite der Wissenschaft wieder, aber das Anwenden dieser Methode ist durchaus in der Praxis möglich und ist durchaus in einem großen Betrieb oder in der Hegegemeinschaft gut möglich. Und dann kann man sich mal anschauen, was ist denn eigentlich an Äsungskapazität da und wie viele Stück Wild, Rotwild, Rehwild, was halt da ist, würden mit dieser Äsungskapazität über den Winter kommen. Und wenn man das gegenüberstellt, dann hat man also erstmal eine ganz grobe Einschätzung, die jetzt sicherlich nicht auf dem I-Punkt stimmt, die aber die Dimension sehr gut wiedergibt, dass man sagen kann, okay, ist denn jetzt hier deutlich mehr Rotwild oder Rehwild vorhanden oder Mufflon, was ich halt habe, als Äsungskapazität im Winter da ist? Oder habe ich eine ausgewogene Situation, dass ich sage, ich habe mit einer Äsungskapazität, und die berechnet sich zum Beispiel in diesem Beispiel, nach dieser Verfahren, auch ohne die forstliche Vegetation, das heißt, die rechnet sich so, dass ich davon ausgehen kann, dass hier nicht in massivem Umfang auch Bäume, Gehölzvegetation zur Äsung genutzt wird. Oder ist es so, dass es eben ausgewogen ist? Oder ist es so, dass vielleicht sogar die Wilddichte noch unter der Kapazität liegt? Und dann können wir im Grunde erstmal gute Entscheidungen treffen, dann sind wir eigentlich auch schlauer. Wenn wir also feststellen, die Lebensraumkapazität ist für den vorhandenen Bestand zu gering, dann kann ich zwei Dinge machen. Ich kann entweder den Lebensraum verbessern, das wird leider viel zu selten diskutiert, oder ich kann natürlich auch reduzieren oder muss dann auch reduzieren unter Umständen. Das ist aber dann die Situation, in der ich reduzieren muss. In der anderen Situation, wenn die Lebensraumkapazität hinreichend ist und trotzdem Schäden auftreten, dann wird es interessant, weil dann ist eben der klassische Reflex mehr Schäden, mehr Schießen völlig daneben, sondern ich muss wirklich Ursachenforschung betreiben, muss gucken, woran liegt denn, dass ich Schäden habe, obwohl der Bestand für die vorhandene Äsungskapazität eben nicht zu hoch ist. Und das würde bedeuten, ich muss eine Fehleranalyse machen. Ich habe die Hypothese, es ist
der Bestand ist nicht zu hoch, sondern ich gehe mit diesen Tieren falsch um. Und dementsprechend muss ich fragen, was ist denn los? Klumpen sich zum Beispiel die Tiere? Wir haben ja nicht immer eine sehr homogene Verteilung. Gibt es irgendwo Standorte, wo sich zum Beispiel zur Faiszeit das Rotwild einstellt, wo sich zum Beispiel im Spätwinter einstellt und. Das ist in der Praxis oft sehr gut bekannt. Und wenn Sie dann dort vor Ort die Förster oder die Jäger fragen, dann sagen die Ihnen das auch, dass das eben schon immer so war. Das kann man also erstmal gucken, gibt es dort wirklich Klumpungstendenzen. Die Frage bei der Schäle ist immer noch oft, wann findet die Schäle statt? Ist es Sommerschäle, ist es Winterschäle? Winterschäle ist oft eine Frage von Äsungsmangel oder auch unausgewogene Äsung, zum Beispiel draußen auf Wintersaat, die dann sehr proteinreich ist, die dann kompensiert werden muss. Sommerschäle ist eigentlich fast immer, nicht immer, aber fast immer ein Hinweis auf falschen Umgang mit den Tieren, denn im Sommer ist völlig klar, ist genügend Nahrung draußen vorhanden, auch jenseits der forstlichen Vegetation. Wenn dann an Bäumen geschält wird, dann stimmt irgendwas nicht, also entweder von der Nahrungszusammensetzung her nicht, auch hier wieder die Frage Agrarflächen im Umfeld, oder aber eben auch von der Frage des Umganges her nicht, also sind die Tiere einfach in den Dickungen eingesperrt und gehen nicht raus und haben deshalb das Problem der Schäle. Ein weiterer Punkt, den haben wir jetzt im Grunde auch schon an vielen anderen Stellen, auch in der Wildbiologie und im Wildtiermanagement immer wieder diskutiert. Die Wanderung in Winterlebensräume, ist da überhaupt Wanderung möglich oder kommen die Tiere eigentlich gar nicht mehr dahin, wo sie normalerweise im Winter sein würden? Wenn letzteres der Fall ist, wenn sie also im Grunde nicht wandern können, die Frage, gibt es Unterstützungsmaßnahmen, findet Winterfütterung statt? Denn das wäre ja im Grunde 1:1 die Kompensation für fehlende Winterlebensräume. Wir hatten schon darüber gesprochen, Winterfütterung ist heute aus Gründen, die man fachlich nicht wirklich nachvollziehen kann. Am ehesten im Grunde die Ideologie, Natur macht das ja auch nicht, findet nur selten statt. In Wirklichkeit stecken vermutlich viel häufiger auch Kostenüberlegungen dahinter. Man versucht alles, was Geld kostet, zu reduzieren und damit auch die Winterfütterung. Und damit provoziert man aber natürlich Schäden, die auf lange Sicht an der Waldvegetation viel teurer kommen, als es die sachgerechte Fütterung kosten würde. Noch wichtiger als Fütterung sind vor allen Dingen Ruhezonen. Das gibt ja auch durchaus Beispiele in Europa, wo man Fütterung ganz unterlassen kann, aber eben mit Ruhezonen. Zum Beispiel das Beispiel Graubünden ist da ein solches, fast Schulbeispiel schon. Auch wenn dort alles nicht Gold ist, was glänzt, aber auch dort gibt es ein sehr schönes Modell dafür, dass es funktioniert, wenn man entsprechende Ruhezonen eben schafft und die auch beruhigt, dass man ohne Fütterung auskommt, aber eben immer nur dann, wenn ich auch die Ruhezonen schaffe. Welches Bejagungskonzept habe ich? Also die Frage werden wir gleich nochmal vertiefen, ob ich im Grunde eher störende oder eher ja auch Bejagungskonzepte anwende, die jetzt nicht mein Problem lösen. Und last but not least natürlich auch die nichtjagdlichen Störungen. Das heißt also, gibt es möglicherweise durch Tourismus, durch Waldbesucher Störungsschwerpunkte, gerade in den Mittelgebirgen mit den nordischen Wintersportarten, die nordischen Arten vor allem deshalb, weil sie eben nicht kanalisiert, nicht fokussiert, nicht zentralisiert ablaufen wie so ein Abfahrtsskihang mit dem Lift. Da sind die Leute eigentlich ziemlich sauber von den Wildtieren getrennt und stören auch nicht groß. Aber wenn Sie an Langlauf denken, wenn Sie an Schneeschuhwandern denken, dann sieht man da eben oft die Leute auch durch die Bestände kriechen und dementsprechend in einer Zeit, wo Störungen extrem problematisch sind, auch das Wild zu stören. Also das sind Dinge, die man dann einfach angehen muss als Waldbesitzer. Zur Frage des Jagdkonzeptes oder auch des Managementkonzeptes im weitesten Sinne lassen Sie uns mal auf das Thema Energieverbrauch noch mal kurz gucken. Das ist eine Grafik von Markus Meissner, die eigentlich sehr schön darstellt, wie denn im Grunde die Energiebilanz im Jahr sich beim Rotwild an diesem Beispiel hier darstellt und vor allen Dingen, warum man zu bestimmten Jahreszeiten die Tiere auch in Ruhe lassen sollte. Da gibt es zum einen die Phase, wo die Tiere Defizite aufbauen, das heißt also ab November kann man sagen, laufen die mit ihren Energiereserven so langsam nach unten und das Defizit baut sich weiter und weiter und weiter auf und das größte Defizit ist dann eigentlich Ende März, Anfang April erreicht. Das ist zum Beispiel auch die Zeit, wo Tiere, wenn sie draußen verhungern, am häufigsten verhungern, die verhungern nicht im Januar, auch nicht im Februar,
sondern wirklich erst, wenn die Reserven aufgebraucht sind und dann Ende März, Anfang April immer noch nichts Grünes draußen ist und sie einfach dann an Entkräftung sterben. April geht es dann los, da grünt es draußen dann schon mächtig und da findet dann im Grunde oder kann die Kompensation stattfinden. Das ist die Zeit, wo Sie, wenn Sie im April mit dem Zug oder im Auto durch die Gegend fahren, sehen Sie zum Beispiel auch Rehwild oder auch Rotwild, wo es welches vorkommt, regelmäßig draußen auf den offenen Flächen stehen, auf den grünen Landflächen stehen und äsen. Hier wird also jetzt im Grunde massiv versucht, dieses Defizit wieder aufzufüllen und zu kompensieren. Beim Rotwild zum Beispiel ist das genau auch die Zeit, wo das Kalb in Utero wächst. Später dann ab Juni, wenn das Kalb gesetzt ist, ist beim Alte die Milchproduktion, noch später ist beim Hirsch dann die Brunft. Das sind also im Grunde die großen energieverbrauchenden Prozesse, die da parallel einherlaufen. Und wir sehen im Grunde, der April, der Mai, also der Spätfrühjahr und Frühsommer, sind eigentlich die Zeiten, wo die Tiere Ruhe brauchen, um genau dieses Defizit aufzufüllen, wo sie wirklich extrem viel Nahrung brauchen und das letztendlich idealerweise im Offenland tun können, also auf der Wiese, auf der Wildwiese idealerweise, aber von mir aus auf der landwirtschaftlichen Fläche, aber sie sollten das nicht in der Dickung, im Bestand auf der Verjüngungsfläche tun. Und was passiert, wenn wir um diese Zeit jagen, das heißt also die Frühjahrsbejagung der Schalenwildarten, und wir haben das an verschiedenen Stellen ja immer wieder thematisiert, die Frühjahrsbejagung hindert die Tiere eigentlich, zumal meistens falsch gejagt wird, an der Waldkante gejagt wird, an Wildwiesen gejagt wird. Wenn Sie eine Wildwiese sehen, sehen Sie meistens auch einen Hochsitz. Und genau das ist eben falsch. Sondern es ist dann eigentlich die Zeit, wenn man dann jagen würde, müsste man wirklich in den Beständen und auf den Verjüngungsflächen jagen. Aber da findet man die Tiere eigentlich nicht, weil sie normalerweise draußen stehen. Und wenn Sie sie draußen bejagen, dann machen sie nichts anderes, als sie praktisch in den Wald zurückdrängen und letztendlich Schäden zu provozieren. Also Frühjahrsbejagung, Frühsommerbejagung ist im Sinne einer wildökologischen richtigen Bejagung genau kontraproduktiv. Und das Gleiche gilt natürlich für den Spätwinter. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Das ist an vielen, vielen Stellen und von vielen, vielen Kollegen immer wieder gesagt worden. Die Ruhephase, das ist also die Stoffwechselreduktion ab Ende Dezember, sollte man auch mit einer Jagdruhe einhergehen lassen, weil nur das gibt den Tieren die Chance, wirklich weniger zu äsen und letztendlich auch weniger Schaden zu machen. Das heißt also, bejagt werden müssten nach dieser Überlegung Schalenwildarten, und das gilt im Grunde für alle, in einer Zeit zwischen August und Dezember und nicht davor und nicht danach. Und wenn man das umsetzen könnte, das würde so ein bisschen Verzicht auf geliebte Traditionen beinhalten, also den Rehbock im Mai oder mittlerweile sogar im April wird es dann nicht mehr geben, das muss aber auch nicht sein. Zumindest zumal auch nicht in einem Revier, wo andere Schalenwildarten vorkommen. Auch die Blattjagd müsste nicht im Juli losgehen, die könnte im August losgehen. Also im Grunde die Einschränkungen, die der Jäger auf sich nehmen müsste, sind relativ gering, aber der Gewinn gerade für den Wald und für die Waldverjüngung wäre enorm. Das heißt also, man sollte immer überlegen, war das freiwillig, große Forstbetriebe können das jederzeit freiwillig machen, Hegegemeinschaften können das im Grunde auch freiwillig machen, wenn die Mitglieder mitziehen. Also eine Jagdzeit tatsächlich zwischen August und Dezember auf alle Schalenwildarten parallel, damit man im Grunde nicht andere, immer wieder andere Arten stört, die auch gerade nicht bejagt werden. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, der auch mit der Biologie der Tiere zusammenhängt, betrifft das Rotwild und vor allen Dingen die Streifgebiete des Rotwildes. Wir waren früher immer der Meinung, okay, Rotwild ist eine Art, die sich unendlich großflächig bewegt im Raum und die dementsprechend unendlich großflächig gemanagt und auch großflächig bejagt werden soll. Das führte dann zu allen möglichen Entwicklungen, vor allen Dingen auch zu den Drückstöberjachten, die dann auch noch revierübergreifend immer gerne gemacht wurden. Warum das nicht unbedingt der richtige Weg ist, will ich jetzt mal kurz erläutern. Und dazu muss man ein bisschen in die Basics zurückgehen nochmal. Auch das ist etwas, was Sie aus der Wildbiologie wahrscheinlich schon wissen. Streifgebiete kann man vor allen Dingen über Telemetriemethoden erfassen. Und Sie sehen hier aus einer Untersuchung auch von Meissner und Mitautoren, wenn man diese Streifgebiete messen will, dann gibt es verschiedene Algorithmen, verschiedene Methoden, das zu machen, indem man solche Telemetriepunkte als Punktwolke zusammenfasst
und dann schaut, wie weit dehnt sich dieses Streifgebiet eigentlich aus. Und dann sehen wir dasselbe Tier, das ist Nora, zu denselben Zeitpunkten, wenn wir mit dem klassischen Minimum-Konvex-Polygon-Methode, das müssen Sie jetzt nicht unbedingt merken, Tatsache ist, wenn wir diese Methode, die immer noch, leider immer noch oft genug angewendet wird, die im Grunde nichts anderes macht, als um die äußersten oder um einen bestimmten Prozentzahl der äußersten Punkte einen Polygonzug zu ziehen, dann überschätzen wir diese Streifgebiete um zum Teil 50% oder 100% in dem Fall und mehr. Wenn wir eine andere Methode anwenden, und das geht hier wirklich nur um Auswertungsmethoden, Local Convex Hull, dieselbe Punktwolke, dann sehen wir hier, die nähert dieses wahre Streifgebiet eigentlich viel präziser an. Und wir sehen also, hier haben wir in der Vergangenheit oft Denkfehler gemacht, weil wir einfach von viel zu großen Streifgebietsumfängen ausgegangen sind. Wir wissen, und das können Sie eben auch sehr schön gerade hier in diesem Bericht nachlesen, wir wissen heutzutage, dass gerade das Kahlwild, also die weiblichen Individuen, sehr ortstreu sind und sehr regional leben. Die Kahlwildverbände vor allen Dingen, also Alttier, Kalb, Schmaltier und das übrige Kahlwild, das zu einem Verband gehört, die sind in sich relativ stabil und die sind sehr ortstreu. Und das ist etwas, was wir mitnehmen müssen gedanklich, um wirklich richtig sie richtig zu bejagen. Hier nochmal so ein paar Ergebnisse dem Rotwild, wenn man so ein Streifgebiet mal in ein gesamtes Streifgebiet, in ein Kernstreifgebiet unterteilen mag, dann sehen wir hier, dass die mittlere Umfänge der Streifgebiete der Alttiere, und ein Alttier hat natürlich immer noch einen ganzen Rattenschwanz an Verwandtschaft mit dabei, das heißt also, wenn wir so ein Alttier messen, dann messen wir oft 5, 6 oder 7 Stück oder mehr. Da ist die mittlere Streifgebietsgröße im Durchschnitt in diesem Experiment gewesen 213 Hektar. In anderen Lebensräumen ist das nicht wirklich viel anders, manchmal ein bisschen mehr, aber nicht signifikant anders. Bei den Hirschen ist das ein bisschen anders, die leben sehr potenzialorientiert, da sind die Streifgebietsumfänge auch größer, aber auch nicht so riesengroß. Und noch spannender wird die Frage, wenn wir uns also die sondern Kerngebiete eines Streifgebietes mal anschauen. Sagen wir mal, 50% eines Streifgebietes nimmt, dann wird das schon sehr überschaubar. Dann leben diese Alttiere in diesem Beispiel im Mittel auf 34 Hektar. Und es gibt Kahlwildverbände, die sogar nur 15 Hektar leben. Und es gibt das Maximum bei 82 Hektar. Bei den Hirschen wieder entsprechend etwas größer. Also hier kann man sehr schön sehen, sie sind sehr flächentreu. Und das muss man, glaube ich, dringend in Zukunft beachten bei der Bejagung, weil da liegt sicherlich auch ein Schlüssel für die Probleme, die wir häufig haben. Das heißt, wenn wir also jagen, jagen wir eben nicht nur, um zu reduzieren, sondern wir jagen aus verschiedenen Gründen. Wir jagen aus Gründen der Reduktion auf der einen Seite, aber eben auch der Lenkung der Tiere. Das heißt also, wir müssen den Tieren klar machen, wo Fressen gefährlich ist und wo Fressen ungefährlich ist. Und dementsprechend kann eine entsprechende Jagdstrategie, die das berücksichtigt, plus eine Reduktion der Jagdzeiten im Sinne einer jagdlichen Raumordnung eigentlich sehr gut auf diese Lenkungsprozesse einwirken. Und wir haben das andere Ende. Wir können natürlich auch durch attraktive Flächen, die wir bereitstellen, diese Lenkung unterstützen. Also vor allen Dingen natürlich die beim letzten Mal auch schon erwähnten Äsungsflächen, Wildwiesen in größeren Waldgebieten, in Forstbetrieben, die spielen hier eine enorme Rolle. Das heißt also, mit diesen beiden Methoden, letztendlich ist es ein Push- und ein Pull-Effekt. Bejagung auf der einen Seite, und Bejagung heißt, ich mache Flächen für das Wild gefährlich, und umgekehrt, ich mache Flächen attraktiv durch Äsungsflächen, durch Offenflächen, die ich dann aber definitiv nicht bejage, sondern ich beruhige, oder auch Ruhezonen. Das sind dann die Flächen, wo das Tier oder wo die Tiere sich reinziehen können, wo sie merken, sie können da gefahrlos leben. Und spätestens nach einer Generation Kahlwild, also wenn sozusagen so ein Kahlwildverband sich einmal regeneriert hat, das sind 5 bis 6 bis 7 Jahre, ist das bei den Tieren auch ganz gut drin, und dann können die das auch. Da gibt es sehr viele sehr schöne Beispiele, vor allen Dingen in großen Privatforstbetrieben, aber auch in staatlichen Forstbetrieben gibt es immer wieder solche Beispiele. Es gibt aber auch leider viele, viele Gegenbeispiele, wo gar kein Mensch sich darum bisher noch kümmert.
Hier nochmal diese Grafik, die ich eigentlich mal sehr interessant finde, die auch von Markus Meissner stammt. Da ist mal symbolisch ein Kahlwildbestand dargestellt. Die verschiedenen Farben symbolisieren einzelne Kahlwildverbände. Das heißt also immer das Leittier, das ist das mit dem kleinen weißen Punkt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann im Bild. Das hier wären praktisch immer die führenden, leitenden Alttiere. Und die verschiedenen Farben symbolisieren diese Kahlwildverbände, die in sich relativ stabil sind, die sich dann oft auch zu größeren Gemeinschaften zusammenschließen. Das sind die berühmten Großrudel. Wenn wir jetzt hier mal in der Mitte diesen schraffierten Bereich uns anschauen, das wäre im Grunde eine Fläche, auf der sich solche Großrudel bilden können. Einfach die Überlappung der Streifgebiete der einzelnen kleinen Kahlwildverbände. Und Großrudel können sich aus verschiedenen Gründen bilden. Das können Fressgemeinschaften sein, das können Sicherheitsgemeinschaften sein. Gerade bei dem Thema Wolf ist das Thema Großrudel beim Rotwild immer wieder diskutiert. Noch nicht endgültig klar, was oder wie lange oder ob das tatsächlich daran liegt. Tatsache ist aber, diese Großrudel gibt es. Sie bilden sich und sie zerfallen auch wieder, weil ja diese Kahlwildverbände insgesamt sehr stabil sind. Die Großrudel sind aber nicht stabil, die können sich auch wieder in die kleinen Kahlwildverbände auflösen und die bleiben dann aber wieder in ihrem Streifgebiet. Die laufen also nicht überall in der Gegend rum, sondern sie haben natürlich ihre Streifgebiete. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, diese Streifgebiete teilen sich auf Waldflächen und auf Offenlandflächen und wir sagen, auf dem Offenland kann das Wild ohne Schäden zu machen Äsen fressen und dementsprechend ist es dort auch problemlos für den Waldbauer. Und in anderen Bereichen sind Verjüngungsflächen, Verjüngungsschwerpunkte, dort können Schäden auftauchen. Das symbolisieren wir mal mit diesen grünen Flächen, die wir hier drunter legen. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass hier ein Kahlwildverband, dieser rote hier, offenbar sein ganzes Leben im Wald verbringt. Und das ist natürlich spannend, weil das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, an dem man dann durch Management auch eingreifen kann. Wenn Sie jetzt diesen Rotwildbestand bejagen würden, wie das in den allermeisten Fällen passiert, nämlich durch eine große Drückstöberjagd, dann würden Sie hieraus welche erlegen, hieraus vielleicht eins erlegen, das vielleicht erlegen oder auch nicht, hieraus und hieraus vielleicht auch ein oder zwei Stück erlegen. Wenn Sie das ganze Gebiet bejagen, mit einem enormen Aufwand, mit enormen Kosten, nur mal so eine Hausnummer, also Drückstöberjachten kosten richtig Geld. Es gibt also durchaus Staatsforstbetriebe, die dort fünfstellige Beträge pro Drückstöberjacht ausgeben. Und zwar nicht nur niedrig fünfstellige Beträge, sondern auch durchaus mittlere fünfstellige Beträge. Also das kann durchaus mal bis zu 40.000 Euro gehen für eine Drückstöberjacht. Das sind enorme Kosten, die da entstehen. Das sind Einzelfälle vielleicht, aber es gibt sie. Und wenn man das outsourcet, das ist im Moment noch eine Tendenz, solche Drückstöberjachten auszusourcen, was die Durchführung nicht immer besser macht, im Gegenteil. Selbst dann sind wir auf jeden Fall regelmäßig in hohen vier- oder niedrig fünfstelligen Summen. Wenn wir uns mal überlegen, alleine so eine Lebensraumbewertung, die kostet einen niedrig fünfstelligen Betrag. Also für den Preis einer einzigen Drückstöberjacht kann man durchaus eine ganze Lebensraumbewertung finanzieren. Da merken wir, wo die Dimensionen liegen und da merken wir eben auch, wo unter Umständen die Probleme liegen. Natürlich kann man jetzt argumentieren, klar, mit so einer Drückstöberjagd kommen auch Einnahmen zustande. Die Jäger bezahlen ja auch Standgelder. Nur das ist das nächste Problem. Damit kriegen sie natürlich Leute, die bezahlen, Jagdtouristen letztendlich. Das sind nicht unbedingt die Jäger, die ein Waldbauer haben möchte, wenn er vernünftig jagen will, auf seine waldbaulichen Ziele hin ausgerichtet. Also Sie merken, es läuft vieles so wie es läuft, aber es läuft nicht unbedingt richtig. Was müssten wir stattdessen tun? Wir müssten uns darüber klar werden, wo liegen jetzt tatsächlich die Schwerpunkte für die forstliche Verjüngung. Und da muss man sich irgendwo auch committen und sagen, okay, hier und hier und hier habe ich in den nächsten 10 Jahren, werfe ich meine Ressourcen rein. Und an anderen Stellen sehe ich es vielleicht etwas entspannter und an dritten Stellen mache ich vielleicht meine Erhaltungsfläche, gerade jetzt vor dem Hintergrund der Schäden, der Trocknis und später Borkenkäferschäden, hat man sehr viele Freiheitsgrade, da auch mal Wege zu gehen, die man vielleicht früher nicht gegangen ist, auch nicht gehen konnte. Und wenn wir mal annehmen, wir haben jetzt irgendwo hier eine Verjüngungsfläche und in dieser Verjüngungsfläche lebt nur ein Kahlwildrudel,
dann muss man im Grunde genau nicht das tun, was ich gerade beschrieben habe, nämlich eine großflächige oder zwei oder drei großflächige Drückstöberjachten machen, die mich eine Menge Geld kosten, wo ich aber eine Menge Wild erlege, was überhaupt nicht relevant ist für die entsprechende Fläche, sondern ich muss im Grunde gezielt, schwerpunktartig auf dieser Fläche jagen, wo auch letztendlich in Zukunft die forstlichen Aktien sind und wo vor allen Dingen auch die Schäden entstehen können. Und das bedeutet eben vor allen Dingen Schwerpunktbejagungsstrategien, die aber natürlich ein bisschen Mitdenken erfordern. Die bedeuten im Grunde, ich muss klar meine Verjüngungsschwerpunkte definieren für die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre. Und ich muss dann auch in der Lage sein, meine jagdlichen Ressourcen darauf zu konzentrieren. Das heißt also nicht mal hier, mal da jagen, weil es so schön ist, ist gefragt, sondern wirklich gezielt. Der Revierförster setzt auch seine Jagdgäste, seine Begehungsscheininhaber genau in diese Flächen rein, in denen es darauf ankommt, und lässt sie eben nicht in kleinen 100 Hektar Parzellen oder 50 Hektar Parzellen auf der gesamten Fläche rumlaufen. Das sind dann einfach Dinge, die vorher klar sein müssen, die wir auch, wenn wir beratend tätig sind, immer wieder versuchen, den jeweiligen Forstbetrieben klarzumachen. Und dann funktioniert das auch. Und da gibt es viele, viele Betriebe, wo das sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, nochmal das Thema Kosten. Wir können damit enorme Summen auch einsparen, gerade wenn wir auf diese großen Drückstöberjachten verzichten oder sie deutlich weniger durchführen und wirklich gezielt mit eigenem Personal, aber eben auch mit Jagdgästen, also Begehungsscheininhaber, in diesen Flächen jagen. Was damit nicht machen können, ist Jagdtourismus und mit Jagdtourismus Geld verdienen. Aber ich glaube, jeder Forstbetrieb sollte sich überlegen, ob er Forstbetrieb ist und in den nächsten Jahren auf seine Waldverjüngung Wert legt oder ob er Jagdtourismus Einnahmen haben will. Das ist natürlich nichts Böses, aber dann muss ich einfach meine Ziele justieren und kann nicht sagen, gleichzeitig will ich auch einen super guten Waldbau machen. Das geht meistens nicht. Es geht das eine oder das andere. Es gibt nicht mehr als alles. Es ist nichts Schlimmes, wenn ein Forstbetrieb sagt, ich setze meinen Schwerpunkt auf Jagd. Dann kann ich aber eben nicht die Bestände erzielen unter Umständen, die ich gerne hätte. Wenn ich sage, ich setze meinen Schwerpunkt auf Forstwirtschaft, dann funktioniert das, aber es funktioniert nur dann, wenn ich nicht auch noch massiv Einnahmen aus der Jagd im Sinne von Jagdgästen bzw. zahlenden Jagdgästen, die dann natürlich Kunden sind, wie beim letzten Mal schon beschrieben, die Kunden sind, der Kunde ist dann König, die dann im Grunde ihre Interessen natürlich auch haben und dafür bezahlen. Das geht nicht, es geht im Grunde das eine oder das andere. Und das müssen wir uns darüber im Klaren werden, was will ich als Forstbetrieb? Und ich glaube, in der jetzigen Situation, vor dem Hintergrund der Schäden des Klimawandels, werden viele, nicht nur die staatlichen Betriebe, natürlich sagen, ich habe forstliche Schwerpunkte und ich mache das so, aber ich muss es dann auch konsequent machen. Also ich muss, Fokus ist das Stichwort, ich muss mich fokussieren auf meine Ziele, ich kann nicht alles haben. Das war es im Wesentlichen dazu. Denken Sie drüber nach. Wenn Sie später auch im Praktikum, im Beruf sind, überlegen Sie immer wieder mal, was wird Ihnen erzählt, was können Sie in der Literatur, gerade in der Fachliteratur, nachlesen und wie können Sie es vielleicht besser machen. Denn wie schon beim letzten Mal gesagt, wenn wir uns jahrzehntelang mit demselben Problem rumschlagen, dann kann irgendwas nicht stimmen, dann muss man in Zukunft vermutlich irgendwas anders machen als bisher. In diesem Sinne, machen Sie es so und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Video hier wieder. Schönen Dank.